Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwintown Burg Rabenhorst als Herausforderung des Schnitters. Keine Verbrauchsgegenstände, keine Artefakte, keine Lebensregeneration auf 50.000er Gegenstandsstufe. Hui. Ja, wir laufen hier mal erstmal los. Gott sei Dank steht niemand am Feuer und wartet da, sondern wir metzeln die Gegner nieder. Auf der anderen Seite ist auch eine Gruppe. Wuppdiwupp, rubbelidupp, schnipp, schnapp. Hier lebt ja immer noch. Also Untote leben immer noch. Seltsam. Chef kommt angeritten. Tor geht auf. Da kommen Reiter. Von hinten kommt der Chef. Nicht überreiten lassen. Flupp, ja. Das ist so klar. Alle umhauen. Nicht überreiten lassen. Bin ich gerade noch rechtzeitig zurückgekehrt. Alle in den Kreis. Und wir warten wieder mal. Das dauert wieder. Irgendjemand steht doch noch am Feuer. Ich beschleunige mal ein bisschen. Und dann geht's los. 2, 1. Oder auch nicht. Irgendwas ist ja immer, oh, ich muss dann noch was umstellen. Ich habe die falsche Unterhose an, oh Scheiße. Oh Mann. Einer von uns muss jetzt das Artefakt, das Buch nehmen, um die beiden übrigen Schwestern, nicht die, mit der wir kämpfen, von uns fernzuhalten. Dann sind die miteinander verbunden durch einen roten Strahl. Dann gibt's einfach keinen Schaden. Aber ich beschleunige nochmal, das scheint hier etwas länger zu dauern. Dann geht's aber auch wirklich los, hoffe ich. So, der Tank holt sich die Aggro und zieht die auseinander, damit die nicht mehr mit diesen roten Linien verbunden sind. Und ist sie alleine, können wir sie hauen. Wir werden weggeschubst und dann erscheint dieses Artefakt, das Buch, das muss sich einer holen. Und der hält jetzt eigentlich nur den Trigger gedrückt und generiert damit Bedrohung. Und soll die von uns fernhalten, aber die sind jetzt hier. Wir machen also keinen Schaden. Raus hier aus den roten Flächen. Er hat das Buch verloren. Er hat das Buch verloren. Dann hole ich mir das. Nee, er überholt mich. Okay. Dann nicht. Okay. Jetzt muss er sie noch anklicken. Und dann muss er sie wegziehen. Ich muss hier aus den roten Flächen raus. Na komm, noch eine. Jawohl. So, jetzt ist sie wieder alleine. Wo ist sie denn überhaupt? Wo ist sie? Da. Wo die Zahlen herkommen. Oh, 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 oh. Und auch nicht zu sehr in den roten Flächen stehen, sonst muss der Heiler viel zu viel Gegner heilen. Wenn sie sagt, greift mich an, wenn ihr es wagt, nicht angreifen. It's a trap. Das ist eine Falle. Dann nimmt nämlich derjenige, der die Ketten hat, von den Spielern den Schaden, den die anderen machen, indem sie auf die Schwester hauen, das ist uncool. Dann erscheint das Portal der Macht, wir müssen da draufhauen. Und zwar in kürzester Zeit, dauert zu lange, explodiert hier alles und wir sind raus. Und das gleiche Spiel mit der nächsten Schwester. Greift mich an, nicht angreifen. So, jetzt würde ich sterben, weil ich habe hier die Kette. Wenn meine Kumpane auf sie einhauen, dann wäre ich tot, weil ich kriege den Schaden dann ab. Hypo, alle zusammenstehen. Das funktioniert auch, wenn der Heiler gegenhält. Ansonsten gibt es am Rand hier auch Lichtquellen und diese Fledermäuse mögen kein Licht. Und ihr müsst auf diesen roten Debuff in eurer Leiste achten. Vor allem die Tanks. Bei 10 Stacks explodiert ihr automatisch. So, Portal der Macht.
Go, 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 weg ist es. So, letzte Schwester. Da kann jetzt der fünfte Mitspieler, der vorher das Artefaktbuch gehabt hat, jetzt auch mit draufhauen. Da kommen leider immer noch kleine Scheißerlis dazu, wenn man, ja, ein bisschen zu langsam ist. Also ein bisschen aufpassen, nicht überrennen lassen. Roten Flächen ausweichen. Greift mich an? Nein, tun wir nicht. So, gleich ist sie fertig. Pieks, pieks, weg ist sie. Na dann. Treppe rauf, da steht eine Gruppe. Jetzt schon mal gucken, da geht nämlich eine Gruppe, die geht hier auf und ab. In welche Richtung die gehen, kommen die her, gehen die weg. Man kann hier nämlich schön außen am Rand lang gehen und muss niemanden bekämpfen. Sollte aber einer gesehen werden von dieser Gruppe oder sie attackieren, dann muss man halt die auch noch umhauen. Kostet Zeit. Da kommen ganz schnell immer welche angerannt und bleiben dann stehen. Zimmer schräg. Hier kann man sich umstellen, wenn man will. Von Single Target auf AOE oder andersrum. Dick, 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 wechseln sie. Sehr gut. Gut gemacht. Unter all den Möchtegern-Befreiern seid ihr bereits jetzt schon. Hier klettern gleich von der Seite Gegner hoch. Und bleibt einer auf der Brücke hier stehen, dann klettern nochmal Gegner da hoch. Da kommen sie schon. Ihr braucht also gar nicht weglaufen, die rennen euch sonst hinterher und greifen euch von hinten an. Oh, Nachtschrecken, dieses Gewaber hier. Da hinten ist ein Henker und einer von uns kriegt jetzt dieses Dreieck, ich in dem Fall. Ich bin betäubt dadurch. Dann trifft der Henker mich, also schafft er es zu mir zu kommen, bin ich ein One-Shot mit einem Schlag. Tot. Aber die anderen machen das super. Die hauen ihn um. Der mit diesem Pfeil auf dem Kopf, der muss einfach weg von der Gruppe. Die Gruppe kann dann unbehelligt Nachtschrecken und in dem Fall den Henker umhauen. Der Nachtschrecken ist nur zufällig hier. Der Henker leider immer. Ah, ihr seid eingetroffen. Und jetzt auf zum Tanztee bei den Vampiren. Welle um Welle. Am Rand gehen die Prozente hoch. Und dann müssen wir auch noch diese großen Ritterrüstungen besiegen. Drei Stück kommen da. Immer Schild nach vorne, das heißt, ihr müsst hinter die Leute. Weil von vorne macht ihr keinen Schaden, das blockt ihr mit seinem Schild. Ihr erweist euch als. Ach, gleich zwei, okay. Dahin, weg und so. Cool. Strahd anklicken. Er macht seinen Freischweber. Ein etwas würdigerer Gegner erscheint da durch. Und dann kommt der Akolyt. Darf ich euch meinen Akolyt vorstellen? Hank holt sich die Agro und dreht ihn eigentlich auch so ein bisschen rum. Den
großen Schlag sollte man als DD nicht abkriegen. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, in welcher Hand er das Schwert hält. Möglichst immer auf der anderen Seite stehen. Jetzt kann es sein, dass er euch auch noch trifft. Wenn wir schnell genug sind, müssen wir gar keine Mechanik spielen. Eigentlich fängt er an, irgendwann rumzuwirbeln. Und das Wirbeln ist nicht aufhaltbar, außer man zieht ihn gegen eine der vier Säulen in diesem Raum. Dann wird er kurz ohnmächtig betäubt. Dann kann man ihn wieder hauen und dann macht er seine normalen Attacken. Schlag von oben, Schlag von der Seite. Feuerschlag. So, jetzt nicht auf der Seite des Schwertes stehen so richtig, sondern ein bisschen auf der anderen. Oder mittig. Schlag von oben, genau. Der ist ziemlich schnell da. Ich glaube nicht, dass er sich noch drehen wird. Und diese roten Flächen da, diese Blutlachen, die tun auch echt ein bisschen weh. Man nimmt Schaden, also ohne Heiler ist das hier echt übel. Der muss da immer gegenheilen. Wie rode ich das denn? Cool. Ha! Im Stich gelassen von einem meiner treuesten Diener. Wie enttäuschend. Doch nun habe ich keinen Nutzen mehr für euch. Ich bin beeindruckt. Doch wenn ihr wirklich... Jetzt hat der Strahl erstmal eine ganz coole Story, die er erstmal erzählen muss. Und wir stehen hier rum. Ist er fertig, geht die Tür auf, man wird weggeschubst. Muss jetzt gucken, dass man an diesem blöden Schwarm da vorbeikommt. Ja, berührt einen leider zu leicht. Und dann fliegt man immer weg. Ja, so. Die erste Stufe kann ich immer nicht laufen, warum auch immer. Da kommen Wölfleins. Ich meine, wer hält sich denn sowas irgendwie in seinem Schloss? Immer nur Dreck. Ha. Schluppdiwupp, rubbelidupp, schnipp, schnapp. Jetzt werden jeweils zwei von den Rittern immer wach. Naja, easy, aber es kommt auch gleich noch ein Henker. Und dann das gleiche Spiel. Einer kriegt das Dreieck und die anderen müssen den Henker sehr schnell umhauen. Da hinten war so ein... Okay. Da ist er. Ich hab das Dreieck, ich darf nicht hin, sonst bin ich tot. Danke. Sehr gut. Die letzten Ritter haben sich entschieden, nicht gegen uns zu kämpfen. Die machen stattdessen die Tür auf. Zwei Möglichkeiten, jeden Untoten hier drin im Dunkeln bekämpfen. Oder einfach nach vorne rennen zum Altar. Den kann man anklicken, dann geht Licht an. Vampire mögen das nicht. Gleich kriegt der Glaser in Barovia jede Menge zu tun. Und jedes Mal, wenn eine Gruppe hier reinkommt, springen Wölfe durch die Fenster. Wenn man wiederkommt, sind die schon wieder ersetzt worden. Meine Fresse, der verdient sich hier dumm und dusselig. Also wenn ich einen Job haben wollen würde, wäre es Glaser in Barovia, ganz ehrlich. Alter. Welle um Welle, 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 Welle. Eine kommt noch, glaube ich. Ja, da. Ruf, 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 ruf. Tot. Ha. Treppe rauf, erste Stufe kann ich wieder nicht laufen, muss ich wieder hüpfen. Das ist ja... Wir haben die erste Stufe ein bisschen höher gebaut und
Mein armer Schurke kann so hoch die Knie nicht helfen. Durch die Tür. Die meisten nehmen wirklich jeden Gegner mit, der hier so steht. Man könnte auch durchgehen und ein paar Gruppen auslassen, wenn man den richtigen Weg ginge, aber wir gehen immer rechts hier irgendwie und hauen alles platt. Von den Regalen springen Gegner runter, ein bisschen vorsichtig sein. Und dann sind die hier auch schon weg. Da spawnen nochmal so ein paar von denen. Und das war's. Ha! Jetzt nirgends woanders hingucken. Nirgends woanders hingucken. Nur auf den Boden. Nicht die Rüstung, nicht die Bilder angucken, dann seid ihr gestunt. Und so kommt man leicht durch. Ausnahmsweise mal Gegner in der Mitte und dann wieder Treppen laufen und erste Stufe hüpfen, weil er wieder die erste Stufe nicht laufen kann. Cutscene! Ihr wollt das Sonnenschwert? Dann holt es euch doch! Blau ist sie nicht. So, einer muss das Schwert nehmen. Okay, mach das. Das brauchen wir beim Ende, deswegen immer mitnehmen. Geht nicht, dass man sagt, ich weiß nicht, wie das geht. Ich auch nicht. Also, lernt das, so schwer ist es nicht. Er kriegt halt neue Begegnungskräfte, die drei Knöpfe, die ihr da seht. Also Tasten auf dem Controller und eine Ulti. Und im Prinzip braucht ihr am Ende nur die Ulti. Aber ihr müsst es halt mitnehmen. Und Ulti drücken solltet ihr können. Das ist wie mit eurer jetzigen ultimativen Kraft, der Stern in der Mitte blinkt. Wenn ihr die zünden wollt, genauso zündet ihr dann auch den Schild. Also, so schwer ist es. Kommt drauf. Draht haut ab, dann kann man auch dahin. Hier alle umbringen. Wupp, rubbel die Dupp, schnipp, schnapp. Unseren Tank hat es zerlegt, aber nicht, weil die Gegner ihn umgehauen haben, sondern weil es hier wieder einen neuen Bug gibt. Aber ich zeige euch das mal. Er kommt angerannt. Und sobald er diesen Raum betritt, flupp, ist er tot. Habt ihr es gesehen? Oh Mann, ey. Ein geiler Bug. Also er kann über eine bestimmte Schwelle nicht laufen, sondern wir müssen vorlaufen zum nächsten Feuer und dann kann er da wieder auferstehen. Also, die Bugs in Neverwinter werden nicht weniger, wirklich nicht. Es ist einfach schräg. Ja. So, jetzt sind auf der Treppe hier auch mal Gegner. Hey, bleib stehen, wenn ich mit dir kämpfe. So, wir sind am Feuer. Jetzt kann der Tank auch wieder zu uns stoßen. Oh mein Gott, ja. Und wir sind beim Endboss. Gib mir meine Herausforderung des Schnitters, Marke. Ja, wir warten wieder, stellen um und so. Ich beschleunige mal wieder. Jetzt geht's los. Jetzt kann man ein bisschen Schaden machen. Und wir werden dann weggeschossen. Zack.
Das Sonnenschwert wird verflucht. Wir sammeln uns und stehen alle auf einem Symbol hier am Boden, immer wo so eine Spitze, so eine Pike ist. Nicht die Rundung, sondern die Pike. Ein bisschen sicherer als bei den anderen, sonst überlappen die roten Flächen zu sehr und die explodieren und das tut weh und alles doof. Ihr seid auf euch allein gestellt, bis ich mein Hypo für jemanden. Kann man mittlerweile in der Gruppe stehen, ansonsten sind hinter uns an der Wand auch Kerzen am Boden. Und wie gesagt, Helligkeit, Feuer mögen diese Fledermäuse nicht. Zack, wir hauen die Gegner hier um. Denn je schneller wir diese Gegner umhauen, wird unser Kamerad, der jetzt in den Keller teleportiert wurde, wieder hochgezappt. Zack, das war's. Schwert erscheint, der Kumpel erscheint. Einer muss das Schwert wieder aufheben. Wir sammeln uns wieder an der Spitze. Und Strahd wird verhauen. Ransaugen und wegstoßen. Zack, genau. Schwert wird verflucht. Einer von uns verschwindet wieder in den Keller. Soll nach dem Wein gucken. Ganz wichtig, falls ihr im Keller seid, hört auf zu kämpfen. Lauft einfach weg. Denn je schneller ihr eure Abbilder eurer Kumpane da umbringt, desto eher kommen Henker. Und wie gesagt, Henker, seid ihr in seiner Nähe, werdet ihr gestunt. Erreicht er euch, braucht er nur einen winzigen Schlag machen und ihr seid tot. Das wollt ihr nicht. Also lasst die Abbilder eurer Kumpane am Leben und rennt einfach nur im Kreis. Nur Explosion, genau, ausweichen. Immer da, wo so ein rotes Feuerchen ist, wird es gleich explodieren. Muss hier weg. Ja, oder auch nicht. Diese roten X'e schießen quer über die Fläche. Überlegt immer, wo die lang rennen und da solltet ihr nicht stehen. Also die bringen einen mittlerweile auch nicht um, aber sie tun halt weh. Oh Gott. Oh, kein Strahl. Doch, da ist er doch. Hättest du nicht herkommen können? Au. Komm jetzt her, du. Kommt hier. Jetzt. Wupp, rubbel die Dub. Leider, Artefakt geht nicht. Müssen wir also verhauen hier. Das war schon wieder. Oh, nichts kommt, ja. Schönes Schild gehabt. So, Hypo wieder kuscheln. Da sind aber auch die Kerzen zu sehen. Stellt euch einfach auf so einen Kerzenblock, dann ist das auch nichts. Falls ich jetzt mal nicht kuscheln wollen würde. Das ist manchmal schwer zu sehen in den Bügeln hier. So, komm her, du. So, ein X kommen und er verschwindet gleich auch wieder. Da, das Schwert wurde wieder verflucht. Einer verschwindet gleich wieder im Keller. Es wiederholt sich halt. Aber ihr seht das auch. Das Licht des Sonnenschwertes ist fast maximal aufgeladen. Das reicht locker für die Ulti. Weil die brauchen wir bald. So, den haben wir jetzt um. Dann wieder die anderen. Immer ein bisschen vor diesen roten Flächen acht geben. Also es ist jetzt Herausforderung des Schnitters auf 50.000. Da kann sowas auch mal wehtun. Hier hat man mal eben den ganzen Balken abgezogen. Und wenn der Heiler denn nicht auf Zack ist oder so, dann, ja, hier guck mal, mein Kumpan hat es gerade zerrissen. Also das kann auch nur mal böse ausgehen, wenn alles zusammenkommt. Explosionen und Überrennen und
Wo ist er denn überhaupt? Ich will, dass der Strahl kommt. Da ist er. Komm doch mal hierher. Komm doch mal hierher. Komm hierher. Nicht wegschubsen. Komm hierher. Komm. Komm hierher. Komm. Mach doch nicht. Komm hierher. Komm hierher. Oh, ich will. Oha, okay. Da zum Beispiel waren überlappende rote Flächen, die tun dann auch schon weh. So, wir werden in die Mitte gezogen. Es geht so ein bisschen auf halbe Höhe. Und jetzt brauchen wir die Ulti des Schwertes. Derjenige, der das Schwert hat, muss gleich. Jetzt erscheinen erstmal hier aus, war ein Tick zu früh. Erscheinen Strahls Abbildung. Und wenn diese roten Striche kommen, dann Schild hochheben. Und das war es dann auch schon. Wir haben es überlebt. Ist das Schild nicht da? Also kein Sonnenschwert, dann ist man noch tot. Also, ja. Aber das war easy. Muss jetzt nur noch umfallen, der Gute. Letztes Mal Mechanik. Wo bist du? Da bist du. Komm hierher. Komm. Aua. Komm hierher. Er kommt nicht. Er bleibt stehen. Na gut, dann gehen wir zu ihm. Fußfaul. Ha. Er ist tot, er weiß es noch nicht. Aua, die hat richtig wehgetan, die Fläche. Ey. Kleiner Funfact, da lag ein Splitter des Sonnenschwerts. Ich bin diesen Dungeon bestimmt schon 5000 Mal gelaufen. Ich habe noch nicht mal die 5 oder 10 Sonnenschwertsplitter zusammengekriegt, die man braucht fürs Waffenset. Ich habe kein Lootluck. Ich bin's gerannt wie blöde. Ich krieg diese Splitter der Sonnenschwertes einfach nicht. Aber jetzt habe ich mal wieder einen. Ich glaube, in 5 Jahren, wenn es das Game dann ergeben sollte, kann ich mir so Sonnenschwert bauen. Oh Mann. Ja, das ist die Waffe aus der Kampagne. Das ist aber auch wieder, was ich hier so kriege. Es geht auf keine Kuhhaut. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.